Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Pax. Ich versuche gerade ein mega großes Monster platt zu machen, ohne dass es, dass ich dabei Menschen umbringen muss. Aber es funktioniert gerade nicht so richtig. Komm einfach her. Komm einfach her. Komm raus. Fuck, ich habe ja schon wieder mega viel Energie verloren. Wieso das denn? Komm doch einfach raus. Da drüben ist auch irgendwas. Scheiße, der schickt die jetzt hierher, oder? Ja. Ich will bloß das Monsterblatt machen. Vielleicht hätte ich da oben bleiben sollen. Scheiße. Oh, von hinten. Fuck. Vielleicht muss ich es doch anders lösen. Ich denke, es wäre deutlich einfacher, wenn ich die Menschen platt mache. Aber es, ich will die ja. Ich will die nicht platt machen. Ich will bloß das scheiß Monster platt machen. Kann doch nicht so schwer sein. Die Pistole macht echt viel Schaden, oder? Wenn man damit zu schnell schießen kann. Oh, ich dachte, ich treffe schon hier. Oh, ey, was ist denn das? Was zieht mich denn da noch ab? Alter, das lief so gut. Ich habe auch wieder den falschen Knopf gedrückt, als ich mich heilen wollte. Oh, es ist zum Kotzen. Moment. Muss ich nochmal Fenster ranmachen. Wer bist du? Scan abgeschlossen. Ja? Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Rückstoß, Psychoschock. Du führst einen direkten psychischen Angriff gegen biologische Ziele aus. Du hast 45 Schaden und neutralisiert Psi-Fähigkeiten für 10 Sekunden. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Sei still. Sei still. Sei still. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Mana. Vitalwerte kritisch. Warum schießt er denn nicht mehr? Oh, wir haben keine Munition mehr. Fuck! Er ist so weit weg. Komm, er ist fast tot. Wir haben jetzt nur noch ein Medikit. Scheiß drauf.
Oh, jetzt kommt die auch noch, ey. Leck mich. Oh, fuck! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier. So, erstmal weg. Komm, der ist fast tot, ey, der ist fast tot. Wenn ich gut sage, dass ich so viele Munition brauche. Scheiße, das ist zu weit weg. Er hat mich schon wieder getroffen, ohne Scheiß. Ich habe keine Energie mehr. Und bin jetzt an irgendwas gestorben, man hat mich vergiftet, ich weiß es nicht. Oh, halt's Maul, ey. Ich würde ja gerne solche Granaten verwenden, aber... Die explodieren halt nicht in der Luft, sondern die bleiben irgendwo liegen. Müssten halt irgendwo haften, das wäre geil. Fuck. Was? Hier hat's gespeichert? Oh nein, was ist das denn für eine Speicherung? Alter, dumm. Aber es hat den kleinen Vorteil, dass natürlich das Monster fast tot ist, ne? Wir müssten halt einfach näher ran mit der Schrotflinte, damit wir halt mehr Schaden machen können. Oh ey, es macht sogar das mich platt. Herzlichen Glückwunsch, ey. Nice. Oh, wenn die Pistole. Wenn wir mehr Munition für die Pistole hätten, wäre alles gut. So, jetzt speichern wir nochmal. ...35, come on, baby. Komm schon. Telepath, 20 Meter. Tot? Nee. Geschafft! Rette Rani, neues Ziel. Geschafft! Und die sind alle noch am Leben! Nice! Wir haben jetzt überhaupt keine Munition. Munition sage ich schon. Munition haben wir auch keine mehr von der Pistole. Wir haben keine. Nichts zum Heilen mehr, kein Medikit. Nichts zu essen mehr. Scheiß drauf. Aber die Menschen haben überlebt. Das war mein Ziel. Nice. Nice. Nice! Hat sich doch gelohnt. So, wo ist die Leiche da? Sehr schön. Können wir die Tomaten ernten? Ja, Schinkentomaten. Das heißt, wir kommen jetzt zumindest wieder essen. Dr. Yu? Was ist passiert? Wo? Oh Gott. Bitte sagen Sie, dass Sie dieses Ding getötet haben. Ich wollte die AAGs, die Auslöschergeschütze aufstellen. Dann war auf einmal alles farblos. Und alles war irgendwie schärfer. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Aber die AAGs sind noch immer im Lagerraum. Wir können sie einsetzen. Hier ist der Code. Ich schlag mich zum Frachtraum durch. Die anderen Sicherheitsleute sollten sich dorthin zurückgezogen haben. Sarah reißt mir den Arsch auf, wenn ich nicht komme. Na ja, cool, für das Lagerraum. Ist das der Lagerraum, wo wir eingebrochen sind? Könnte sein. Ich gehe zum Frachtraum.
Ich will nicht, schon einmal ist ein Teil von Organismus aus der Eindämmung ausgebrochen. Wird sie es mich büßen lassen. Kurz nach ihren ersten Neuromod-Tests. Sie haben sich mit Alex über die Einstellung des Projekts gestritten. Über eine Evakuierung. Aber Alex behauptete, die Situation unter Kontrolle zu haben. Danach haben sie sich insgeheim vorbereitet. Den Plan für ihren Zündschlüssel, Videos und das January-Protokoll versteckt. Ihre Bedenken waren begründet. Okay, hier drin können wir zumindest viel Nahrung wieder einsammeln. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir haben auch fast volle Energie. So. Hey, waren denn nicht drei Überlebende? Sind die jetzt noch gestorben? Oder wo sind denn die anderen beiden? Ach, bewusstlos. Alles klar. Wir leben auch noch. Sind nur bewusstlos. Aber hat sich doch gelohnt. Wir haben drei Leute gerettet. Aha, was ist das? Ach so, Granatapfel. Blaue Granatäpfel. Ich kann das Essen definitiv besser gebrauchen. Vielen Dank. Noch mehr? Nee. Was ist das? Zitronen? Mondschattenzitrone. Schön sauer. Viel Vitamin C wahrscheinlich. mal Nahrung haben wir jetzt wieder. Sehr geil. Da war es ja gar nicht so schlimm, dass wir jetzt so viel verbraucht haben. Druckregulator. Integralstruktur. Dein Anzug ist widerstandsfähiger gegenüber Umweltgefahren, die seiner Integrität schaden könnten. Nice. Nehmen wir gern mit. Why not? War das jetzt hier eigentlich ein Nebenquest oder was war das? Was? Bleibt da noch. So, und hier können wir noch irgendwas holen. Was können wir hier holen? Sperrt. Hacken erfolgreich. Woo. Beantrage neuen Operator. Transport Sibyl. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Neuralmuster unterrichtet wird. Danke. Das stärkt Ihre Konzentration. Wie viel haben wir denn jetzt Nahrung? 52. Heide Röslein. Sehr geil. Eine unberührte Variante, die speziell an die unberührte, okay, Bedingungen an Bord der Talos 1 angepasst ist und keine unansehnlichen braunen Flecken bekommt. Schinkentomaten, eine Tomate, die speziell gezüchtet wurde, um unter den Bedingungen an bla 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 und die nach iberischem Räucherschinken schmeckt. Das ist natürlich geil. Die Äpfel hatten wir ja schon, wo sind sie hier? Schön, schön, schön. Was haben wir denn eigentlich so viel? 6-mal Zitrone, eine Zitrone, ich bin sehr getischt worden, bla bla bla. 2-mal nehmen wir Banane. Ach so, da gab es direkt mehrere Bananen an den Stauden, alles klar. Und dann 5-mal der Apfel und 19-mal Tomate, alles klar. So. Haben wir das ja geschafft. Ich denke mal, das war ein Nebenquest. Sehr schön. Rette Rani. Öffne Lagerraum, um an die Ersatzgeschütze zu kommen. Arboretum, okay. So. Lagerraum, Datenzentral, Lagerraum, Alex Tresor, mehrere Ziele. Dann gehen wir mal zuerst zu Alex Tresor, oder? Das sieht so nah aus. Kommen wir da? Okay, das könnte aber auch weit weg sein. Ich glaube, das ist sogar näher, weil wir da nicht nach oben müssen. Das wird schneller zu erreichen sein. Geil, wie wir halt echt schon wieder keine Munition mehr haben, ne? Also für die Pistole. Munition nehmen. Jetzt haben wir wieder Munition für die Pistole, aber nicht sehr viel. Mehrere Ziele. Ich glaube, da will ich erstmal nicht hin. Mechanische Tür, dafür brauchen wir Hebelkraft 3. Oder... wir machen sie einfach auf. Aha, von hier sind wir gekommen. Bingo Bongo.
Dann würde ich jetzt erstmal rechts lang gehen, weil ich glaube, da müssen wir lang, wenn wir zu dem Lagerraum wollen. Jenny King. Disruptor Batteriefabrikatorplan. Ah, endlich mal wieder Medikit, nice. Unser einziges momentan. Oh Gott. Aber was soll's? Ich meine, es war eigentlich genau der richtige Schwierigkeitsgrad. Und ich habe mir es ja auch selber schwerer gemacht, weil ich die Menschen nicht umbringen wollte. Aber eigentlich genau der richtige Schwierigkeitsgrad. Ein paar Versuche gebraucht. Ging nicht. Super schnell. Gallegos Wohnkapsel. Okay, das ist jetzt noch näher. Da gehen wir zuerst dahin. Man hat ein paar Versuche gebraucht. Von daher passt doch. Oh nein, die sind korrumpiert, oder? Ja. Fuck. Moment mal, kann ich ja nicht so eine EMP-Ladung reinwerfen? Scan abgeschlossen. Fernmanipulation. Du nutzt deinen Geist, um entfernte Objekte zu erlangen und mit bis zu 10 Meter entfernten Geräten zu interagieren. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich würde die gerne hier reinwerfen, aber hier ist kein... Das Ding ist nicht auf. Ach so, wir müssen es erst knacken. Oh, scheiße. Oder geht das durch Wände durch? Bin mir gerade nicht sicher. Wir haben die 7 Mal. Komm, wir probieren es aus. Hat gar nichts gebracht. Das ist ein bisschen schwachsinnig, ist meiner Meinung nach. Weil das geht natürlich auch durch Feste. Also vor allem war das ja bloß ein bisschen Glasscheibe dazwischen. Also da wird es auf jeden Fall durchgehen. Es sei denn, hier ist alles EMP geschützt. Das kann ich mir vorstellen. Gott, super geiler Kampf, aber egal, wir haben es überstanden. So. Und hier drinnen gibt es auf Garantie auch total ganz toll sehr viel schöne Sachen, dass sich das gelohnt hat. Keine Waffen. Big Bang, Bong Bong. Yummy, yummy. Oh, Waffen-Upgrade. Nice. Der Westen hält Stand. 1964 wendete Präsident Kennedy sich vom amerikanischen Interventionismus ab, aber was wäre geschehen, wenn Amerika seine Verbündeten in Vietnam unterstützt hätte? Würde der Kommunismus im Osten noch immer vorherrschen? Wäre der eiserne Vorhang gefallen? Der renommierte Publizist Lance B. Jenkins hat einen packenden alternativen Bericht über die Tage nach dem Tonkin-Zwischenfall verfasst und beleuchtet, was hätte geschehen können, wenn Amerika 64 in den Krieg gezogen wäre. Jenkins fantasievolle historische Berichte sind detailreich, monumental bewegend. Sehen Sie in Liberty Herald. Das heißt, wir können ja erstmal wieder was upgraden. Dann gucken wir mal kurz bei der Pistole. Feuerkraft ist schon maximal, der Rest ist eigentlich erstmal Bummi. Ja, hier haben wir denn Neuromods? Nicht viele, ne? Haben wir auch keine wieder eingesammelt momentan. Munitionskapazität. Ich glaube, Rückstoß ist weniger wichtig. Nehmen wir das erstmal. Dass wir nicht so schnell wieder nachladen müssen. Das nervt meistens. Hä? Storage Room. Storage Room, da gehen wir auch direkt mal rein. Eine passende Schlüsselkarte, wir können es nicht knacken, schade. Wir sollten ja hier rein, wegen irgendwie Wohnkapsel, bla bla. Okay. Oh fuck, wir kommen da nicht hoch. Oh, da drüben ist auch noch ein Baum. Gib mir deine Äpfel, das war's glaube ich schon, ja. Das war's. Hopp, hopp, hopp. Hopp.
eine. Ja, da, Gallegos Boon-Kapsel. Liz Colton. Ist ja auch nirgendwo ein blöder Mimik. Ha! Oh, solche Blinis und auch ein Hypnopsie-Hypno. Wenn die benutzen echt wenig dieses Hypno-Zeug. Oder Psi-Psi-Zeug. Wollen mich verarschen, oder? Jetzt bin ich hier, wo ich hin muss, hab aber die passende Schlüsselkarte dafür nicht. Guten Tag, Talos. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Dann gehen wir erstmal weiter hier. Was? Lagerraum. Ins Lagerraum. Ins Lagerraum wollten wir erstmal, ne? Lagerraum. Geht's hier noch weiter? Nee. Oder? Okay. Halt. Ich hatte kurz Angst, dass hier irgendwo Mimik ist. Nochmal ein Waffen-Upgrade. Nice, da können wir schon wieder unsere Schrotflinte verbessern. Jetzt nehmen wir halt den Rückstoß, was soll's? Die Frage ist nur, ob wir unsere nächsten Neuromods wirklich dafür verwenden wollen, dass wir unsere Waffen komplett aufpowern, aber wahrscheinlich schon. Schon wieder ein Waffen-Upgrade, oh mein Gott, also... Ich glaube, ich verbessere jetzt einfach die Schrotflinte, soweit es geht, weil wir finden so viele Waffen. Achso, wir jetzt nur noch eins, okay. Neuromod, nice. Aber da haben wir letzte Zeit echt wenig gefunden von den Neuromods. Waffen-Upgrades dafür umso mehr. Und Medikits haben wir auch lange keine mehr gefunden. Ah, hier ist der Lagerraum. Oh, das war sogar Stufe 4 Hacken. So, schauen wir mal. Hä? War das kein Mimik? Mach mal auf. Nee, es ist ein defektes Geschütz. Aber ich dachte, wir hätten... Ach so, keine neuen Daten. Ach, Geschütz. Hä, das wären Mimiken versteckt. Ich bin echt blöd. Na egal, ich brauche die eh nicht, also ich benutze die eh nicht, die Geschütze, von daher. Ich die jetzt halt kaputt gemacht, was soll's? Fehlen denn hier immer so viele Waffen? Niesen die Dinger voll. Munition hätte ich vielleicht mal vorher rausnehmen müssen, aber ich glaube, der nimmt die automatisch raus, ja, wenn man sie nimmt. Kuhstrahlzellen, wann findet man denn jetzt mal dieses Kuhstrahlding? Aus. Munition sage ich schon. Dann haben wir jetzt eigentlich das Ziel abgeschlossen. Ja. Verärgerter Mitarbeiter, wer ist Dezember, bla bla bla. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Die Wohnkapsel können wir nicht rein, mehrere Ziele ist dumm. Datenzentrale. Ach ja, ich wollte ja eigentlich ganz gerne mal in Alex U in den Tresor rein. Wie komme ich denn da hin? Wo muss ich denn da lang? Wie komme ich denn da hoch? Könnte sein, dass ich da unten rein muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da ist irgendwo ein Gegner. Datenzentrale. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier geht's runter, oder? Ja. Wo geht's da hin? Keine Ahnung, aber wir müssen da nicht hin, weil da wird kein Ziel angezeigt. Ich mag die Fahrspiele. Oh, ich sehe gerade, Zeit ist schon wieder massiv vorbei. Dann speichern wir erstmal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.